Im Teamhotel der Schmetterlinge wird Jana Franziska Poll von der holländischen Nationalspielerin Femke Stoltenburg begrüßt. Die spielt in der kommenden Saison nicht mehr für Allianz MTV Stuttgart. Dafür kommt die 30-jährige Poll, die zuletzt 2 Jahre in Griechenland gespielt hat. Die Vorfreude ist groß. Also es ist echt schön, muss ich sagen. Ich habe mir das noch ein bisschen anders vorgestellt, aber auch wir waren am Schloss und haben ein bisschen was von dem Vorgarten, glaube ich, gesehen. Ich glaube, dahinter ist noch mehr Park. Also es ist echt ja, angenehm, ich freue mich. Ich habe tatsächlich auch schon Kim getroffen, habe mal kurz einen Blick in meine zukünftige Wohnung geworfen. Ja, also ich bin bereit. Ab Herbst wird Stuttgart also die neue Heimat der Nationalspielerin sein. Bis dahin ist sie mit der Nationalmannschaft unterwegs. In den kommenden 3 Tagen geht es für Deutschland in der Nations League gegen Olympiasieger China, die Türkei und Vize-Europameister Niederlande. Wir wissen, dass wir einigen Teams klar unterlegen sind und dann gilt das Ziel, sich bestmöglich zu präsentieren und halt jeder persönlich Fortschritte zu machen. Und also ich finde immer, es ist einfacher zu sagen, dass jeder einfach sein Bestes gibt und versucht 100% zu spielen, anstatt zu sagen, ich möchte 2 von 3 Spielen gewinnen, ich möchte alle Spiele gewinnen oder ich möchte 1 Spiel gewinnen. Weil wenn wir jedes Mal 100% geben oder es zumindest versuchen, dann wird irgendwann was Zählbares rauskommen. Und so sind wir ja bisher auch ganz gut gefahren. Die Nations League soll Vorbereitung auf die WM Ende September in Japan sein. Mehr von Jana sehen und hören wir ab Ende Oktober wieder. Eine Einschätzung vom Präsidenten des Württembergischen Volleyballverbands zum Gastspiel der Nations League in der Region gibt es übrigens auf unserem YouTube-Channel zu sehen.